Stell dir eine Welt vor, in der Raumfahrt so einfach wie eine Fahrt mit dem Aufzug ist. Genau so stellt sich nämlich das japanische Bauunternehmen Obayashi Corporation die Welt vor. Und sogar die NASA hat schon konkrete Pläne für einen Weltraumaufzug in den Schubladen. Das riecht nach Konkurrenz für SpaceX's Starship, denn sie möchten auch Kilopreise in den Orbit anbieten, an die bisher nur Starship herangekommen wäre. Ist ein Weltraumaufzug überhaupt realistisch? Was würde das für die Raumfahrt bedeuten? Muss sich Elon Musk jetzt Sorgen darum machen, dass Starship vom Markt gedrängt wird? Und was sind die konkreten Pläne der Obayashi Corporation? In dieser Ausgabe gehen wir diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund. Und zum Schluss habe ich dann noch eine richtig coole Ankündigung. Also unbedingt dranbleiben. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Grundsätzlich geht es bei einem Weltraumaufzug um ein System, welches im Wesentlichen aus einem Seil oder Band besteht, das von der Erdoberfläche aus ins All ragt. Das japanische Bauunternehmen Obayashi Corporation hat dafür sogar schon ganz konkrete Zahlen. Die Rede ist von einer Gesamtlänge von 96.000 Kilometern. Entlang der Strecke können diverse Schlitten und Pods hinauf und hinunterfahren. Am 16. Februar veröffentlichte Bloomberg QuickTake ein neues Interview mit dem Physiker Bradley Edwards, der seit über 30 Jahren an einem Konzept für einen Weltraumaufzug bastelt. Er hatte 1998 ein Paper zum Design und Bau eines solchen veröffentlicht. Darin beschreibt er, vor fast 25 Jahren schon, dass wir eigentlich in der Lage dazu wären, so etwas zu bauen. Mittlerweile ist die gesamte Technologie dafür vorhanden. Wir haben passende Schlitten, Laser, die richtigen Materialien und Antriebssysteme. Edwards ist sogar schon davon überzeugt, dass wir Probleme wie Weltraumschrott und Strahlung ausreichend im Griff haben, um damit loslegen zu können. Warum das dann noch nicht geschehen ist, wirst du wissen. Nun, wegen des eben erwähnten Kabels, welches das Rückgrat des gesamten Systems bilden würde. Bisher war ein so langes Kabel nicht denkbar, da wir einfach mit der Materialwissenschaft noch nicht ganz so weit waren. Der Schlüssel sind nämlich sogenannte Carbon Nanotubes oder auf Deutsch Kohlenstoff-Nanoröhren. Hier werden die Kohlenstoffatome in röhrenartigen Strukturen angeordnet. Das ist nicht übertrieben ein Supermaterial. Es ist viel leichter und belastbarer als Kevlar, Graphen oder Stahl. Die Belastbarkeit dieser Materialien liegt bei 2 bis 7 Gigapascal. Der stärkste Stahl kann mit 5 Gigapascal aufwarten. Edwards meint, dass die Anforderung an das Kabel bei 60 Gigapascal liegt. Also im besten Fall das 12-fache der Belastbarkeit von Stahl. Und jetzt? Nun, die eben erwähnten Kunststoff-Nanoröhren oder kurz CNT sind mit 200 Gigapascal belastbar. Sie sind also mehr als dreimal so belastbar, wie es für den Bau eines Weltraumaufzugs notwendig wäre. Obwohl das Interesse an CNT stark steigt und enorme Fortschritte gemacht wurden, gibt es noch immer keine wirklichen Kandidaten, die die Kommerzialisierung in Angriff nehmen würden. Als Bradley Edwards 1998 sein Konzept für das NASA Institute of Advanced Concepts oder kurz NIAC schrieb, legte er nicht nur die Möglichkeiten und Vorteile eines solchen Systems offen, sondern auch die Bedrohungen und Gefahren, die drohen bzw. davon ausgehen könnten. Denn so ein Weltraumaufzug existiert ja nicht in Isolation. Alte und neue Satelliten sowie Weltraumschrott werden weiterhin die Erde umkreisen. Eine Kollision wäre für jede Besatzung katastrophal bis fatal. Daher möchte er externe Unternehmen mit der Beobachtung potenziell gefährlicher Objekte im Orbit beauftragen. Auf der Erde wird der Aufzug auf einer Hochseeplattform befestigt sein. Dieser wiederum ist irgendwo direkt am oder in der Nähe des Äquators im Ozean verankert. Die Erdstation wird eigene Antriebe haben, um eine gewisse Manövrierfähigkeit sicherzustellen. Und dadurch, dass das Kabel flexibel ist, kann man den meisten Gegenständen in der Erdumlaufbahn aus dem Weg gehen. Einschläge mit Mikrometeoriten werden aber nicht ganz zu verhindern sein. Deswegen wird das Design darauf ausgelegt sein, den einen oder anderen Zusammenstoß zu verkraften. Im Moment schwirren rund 130 Millionen Objekte kleiner als 1 cm und fast 1 Million Objekte zwischen 1 bis 10 cm in verschiedenen Orbits um die Erde. Die Gefahr besteht, ist aber kalkulierbar.
Die Idee sieht vor, dass die ersten Kabeltrommeln und Stationselemente mit Raketen in eine niedrige Erdumlaufbahn geschossen werden. Der Rohbau der ersten Station beginnt seinen Orbit mit Hilfe von eigenen Triebwerken auf einen geosynchronen Orbit in einer Höhe von 36.000 Kilometer anzuheben. Von dort aus wird das Kabel in beide Richtungen, also Richtung Erde und direkt ins All, ausgerollt. Das geschieht ebenfalls mit Triebwerken an den Enden des Kabels. 8 Monate nach dem ersten Raketenstart soll schon die Gesamtlänge von 96.000 Kilometer erreicht sein. Das obere Ende wird zum Gegengewicht. Das stellt sicher, dass das Kabel auch immer schön straff ist, denn die Zentrifugalkraft zieht das eine Ende ins All und die Erdanziehungskraft hält das andere Ende auf der Erde. In dieser Phase können noch keine Nutzlasten befördert werden. Erst wenn die 8 Schlitten das Kabel über 500 Mal verstärkt haben, können die operativen 100-Tonnen-Schlitten an die Arbeit gehen. Also die ersten Schlitten fahren mit zusätzlichen Kabeln so lange hinauf und hinunter, bis wir von einem Weltraumaufzug sprechen können. Wenn dir die heutige Ausgabe gefällt, dann hau gerne auf Daumen hoch und abonniere Mars Chroniken, damit du auch in Zukunft weiterhin auf dem letzten Stand der Dinge in der Raumfahrt bleibst. Sobald das erledigt ist, kann der Bau der geosynchronen Station auf 36.000 Kilometer Höhe beginnen. Das geschieht natürlich schon mit den volloperativen Schlitten. Danach beginnt der Bau einer Reihe weiterer Stationen auf verschiedenen Höhen. Das soll Experimente mit verschieden starker Gravitation ermöglichen. Auf 3.900 Kilometer Höhe wird das Mars-Gravitationszentrum angebracht und bei 8.900 Kilometer gleich darüber ist das Mond-Gravitationszentrum. Die LEO-Station auf 23.750 Kilometer wird nicht zuletzt auch dazu dienen, Satelliten auszusetzen. Aber je nach Anforderungen und Ressourcen ist das von allen Stationen aus irgendwie möglich. Über der Geostation, wo übrigens die meisten Solarzellen sein werden, liegen noch 2 weitere Stationen, die für Deep Space Missionen besonders nützlich sind. Das Mars Gate auf 57.000 und das Solar System Gate auf 96.000 Kilometer Höhe. Und in weiterer Folge kann man sicher noch viele weitere Stationen bauen, wenn erforderlich. Zunächst liegt der Brennpunkt aber auf den erwähnten Stationen. Diese sind modular aufgebaut und können verschiedenste Zwecke erfüllen. Von Forschung und Entwicklung über kommerzielle Unternehmen bis hin zu Tourismus. Die 11 Meter langen Habitationsmodule erlauben ein breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten. Ein Schlitten kann gleichzeitig 3 davon befördern und an der Zielstation wie gewünscht platzieren. Bevor wir einige andere Aspekte beleuchten, werfen wir noch einen schnellen Blick auf die Erdstation. Wir wissen ja schon, dass es sich dabei um eine Hochseeplattform handelt, die idealerweise nicht weit von der Küste positioniert ist. Denn damit sie auch gut erreichbar ist, muss sie mit einem Tiefseetunnel mit der Küste verbunden sein. Die Küstenstation wird eine Reihe von Anlagen beherbergen, denn die Nutzlasten müssen ja auch irgendwo verarbeitet werden und die Wartung und Instandhaltung braucht auch eine Basis. So, jetzt wissen wir ganz grob, wie so ein Weltraumaufzug gebaut werden und funktionieren könnte. Aber das klingt doch alles extrem teuer. Bradley Edwards meint, dass die Produktion von CNT im Moment etwa $1 pro Gramm kostet. Und das bei kleinen Mengen. Sollten sie die Produktion hochfahren, könnte dieser Preis um Größenordnungen kleiner werden. Er rechnet dennoch mit dem $1 pro Gramm. Er schätzt, dass für den Aufzug etwa 1000 Tonnen CNT benötigt wird. Das bedeutet, dass der Preis für die Rohstoffe des Kabels allein schon bei 1 Milliarde US-Dollar liegt. Das mag auf den ersten Blick vielleicht noch viel klingen, aber man muss die Dinge in Relation sehen. Edwards rechnet weiter. Er schätzt den Gesamtpreis des Aufzugs auf 8 Milliarden US-Dollar. Wenn man in Betracht zieht, wie viele Ressourcen das einspart, dann kann das auf jeden Fall ein prächtiges Geschäftsmodell werden. Die benötigte Energie wird mit Solarzellen bei der Geostation hergestellt und in weiterer Folge sollen auch Asteroiden abgebaut werden. Das führt schließlich dazu, dass der Aufzug vollständig autark funktioniert, also keine Ressourcen mehr von der Erde braucht. Im Gegenteil sogar, er würde es ermöglichen, Rohstoffe im Weltall abzubauen und massenhaft zur Erde zurückzubringen. Und hier sind wir schon mitten in einer teuflischen Problematik. Wenn einer oder mehrere davon profitieren, dann wird das nicht allen passen. Denn so ein Aufzug nimmt Platz ein und erzeugt Profite. Die einzige Möglichkeit, so etwas nachhaltig zu bauen und zu betreiben, ist, dass es eine internationale Kooperation ist, bei der die meisten, wenn nicht sogar alle Länder der Erde beteiligt sind und profitieren. Ansonsten ist das fragile Konstrukt zu anfällig für neidische Gegner, sage ich jetzt einmal. Es muss feste Regeln geben, dass der Aufzug zu jeder Zeit frei von jeglichem militärischen Material bleibt.
Edwards meint, dieser Faktor wird dafür verantwortlich sein, dass das Projekt gezwungenermaßen ein friedliches Projekt ist, sonst wird es sich von selbst auslöschen. Und noch ein Beispiel, um die Relationen besser abschätzen zu können. Allein im Jahr 2020 hat die Weltgemeinschaft über 82 Milliarden US-Dollar für Raumfahrt ausgegeben. Also hätte man mit diesem Budget allein schon 10 Weltraumaufzüge bauen können. Aber wie es der Professor dieser Studierenden der Nihon-Universität Tokio sagt, ist die Machbarkeit eines solchen Projekts heutzutage keine technologische, sondern eine politische und ethische Frage. Also wir fragen nicht mehr ob, sondern wie wir es anstellen, ohne einen Weltkrieg auszulösen. Und bevor mir ein Schlaumeier kommt mit, oh Sirwan, die Welt kann sich nicht für so ein teures gemeinsames Projekt zusammenfinden. Dazu kann ich nur sagen, schau dir das James Webb Space Teleskop im Wert von 10 Milliarden US-Dollar an. Oder noch besser, schau dir die ISS im Wert von fast 150 Milliarden US-Dollar an. Wir können das. Ich glaube an uns Menschen. Ein weiterer Grund, weshalb dieses Konzept in den letzten Jahren vorübergehend etwas eingeschlafen ist, war, dass SpaceX den Preis pro Kilogramm in den Orbit massiv reduziert hat. Und wir sind erst am Anfang dieses Preissturzes. Sobald Starship in Betrieb geht, reden wir nicht mehr von tausenden Dollar pro Kilogramm, sondern von einzelnen Dollar, wenn nicht sogar Bruchteile eines Dollars, also einige Cent. Genau in dieser Preisregion möchte sich auch der Weltraumaufzug ansiedeln. Und Starship wird Konkurrenz, aber auch ergänzende Infrastruktur brauchen. Raumschiffe werden an die Stationen docken können, Nachschub und Treibstoff laden und sich auf Deep Space Missionen zum Mond, Mars und darüber hinaus vorbereiten. Also in meinen Augen ist das keine Alternativfrage, also kein Entweder-Oder, sondern eine Symbiose. Beide Systeme haben ihre Stärken und Schwächen, aber gemeinsam sind sie unschlagbar. Bevor wir zu den konkreten Schritten kommen, die bereits gesetzt wurden, muss ich noch etwas loswerden. Diese Idee ist nichts Neues. Schon 1895 träumte der russische Wissenschaftler Konstantin Tsiolkovsky von einem Turm, der 36 Kilometer in den Himmel ragt. Aber damals war das reine Träumerei. Und heute? Nun, auch. Aber wir haben schon die Materialien und die Technologie dazu. Auch andere russische und amerikanische Wissenschaftler stellten sich verschiedenste Versionen eines solchen Aufzugs vor. Aber natürlich konnte nichts wirklich Fuß fassen. Erst als Arthur C. Clarke 1979 mit dem Science-Fiction-Roman The Founders of Paradise eine breite Masse erreichte, begannen sich junge Köpfe wieder ernsthaft Gedanken zu diesem Thema zu machen. Er glaubte an das Konzept. Genau das tue ich auch. Und du? Glaubst du, ein Weltraumaufzug ist machbar oder hältst du die Idee für Unsinn? Schreib es mir in die Kommentare. Aber wir sind noch bei Raketen. Und manche glauben sogar noch, dass sich das Kabel bei einem Unfall um die Erde wickeln könnte und unseren Planeten in zwei teilen könnte. Das ist auf jeden Fall Science Fiction, denn so ein Band wäre etwa einen Meter breit, so dünn wie ein Blatt Papier und extrem leicht. Edwards meint, dass das Band so leicht ist, dass es keine Schneise der Zerstörung hinterlässt. Bei einem Unfall würde es an mehreren Stellen brechen und recht sanft im Ozean landen. Der größte Teil würde aber vom Gegengewicht ins All gezogen werden und für immer in den unendlichen Weiten des Weltraums verschwinden. Neben dem einen Plan von Bradley Edwards, der NASA vorliegt, verfolgt auch das japanische Bauunternehmen Obayashi Corporation seit einigen Jahren das Ziel, einen Weltraumaufzug Realität werden zu lassen. Unter anderem unterstützen sie ein Projekt der Nihon Universität Tokio. Diese Studierenden arbeiten an einem robotischen Kletterer, der lernen soll, wie man am besten ein Kabel hoch und runter fährt. Der robotische Kletterer ist der Schlitten, der später mal das Band entlang fahren soll. Klingt vielleicht einfach, aber der Schlitten darf nicht zu wenig oder zu viel Kraft auf das Band übertragen, um sowohl das Band nicht zu zerstören, aber auch nicht abzurutschen oder zu viel Energie zu verbrauchen. Da gibt es genau einen Sweet Spot, den sie gefunden haben. Die Obayashi Corporation spricht von einer Bauzeit von etwa 25 Jahren und einer geplanten Aufnahme des Betriebs im Jahr 2050. Es würde bedeuten, dass sie in 3 Jahren schon mit dem Bau beginnen möchten. Vermutlich wird das meiste zuerst auf der Erde gefertigt und erst in späteren Bauphasen werden Raketen die ersten Elemente ins All bringen. In mehreren Videos und Artikeln beschreiben sie ganz genau, wie sie sich das System vorstellen. Das ist keine Träumerei mehr, sondern ein echter Plan einer großen Bauunternehmung, meine Lieben. Ich glaube, wir werden eher früher als später über einen Weltraumaufzug verfügen. Aber nur, wenn wir es schaffen, lieb zueinander zu sein. Es muss jeder Mensch davon profitieren und es muss unter allen Umständen zu jeder Zeit vom militärischen Material befreit sein. Ansonsten könnte es zu einem Krieg führen. Auf der ISS haben wir auch gezeigt, dass wir das können. Also bitte noch einmal das Gleiche, aber ein bisschen anders. Manche denken, dass man zuerst eine kleine Version davon auf dem Mond bauen könnte, da man dort weniger
starkes Material braucht. Aber das Problem haben wir schon gelöst. Vermutlich könnten Mond und Erde beide von so einem Aufzug profitieren. Stell dir eine Welt vor, in der du auf der Erde in einen Aufzug steigst, in einer Höhe von fast 100.000 Kilometer aussteigst und mit einer Fähre einige Stunden zum Mondaufzug fliegst und dann mit diesem auf die Mondoberfläche hinabsteigst. Ganz ohne eine Rakete besteigen zu müssen. Denn Raketen sind und bleiben gigantische Bomben, die kontrolliert gezündet werden. So cool Raketen auch sind, sie sind nichts für schwache Nerven und schon gar nicht barrierefrei. Ein Aufzug könnte das ändern. Auch wenn ich das Thema etwas vereinfacht und locker dargestellt habe, erwarten uns enorme Herausforderungen, die überwunden werden müssen, bevor diese Träumerei Realität werden kann. Bradley Edwards wartet seit der Veröffentlichung seines Papers im Jahr 1998 darauf, dass jemand seine Punkte widerlegt oder ergänzt. Vergeblich. Entweder interessiert sich niemand dafür oder ist ziemlich umfassend und vollständig in seiner Betrachtung der Materie. Bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis darauf, dass wir im Hashtag Team Space ein neues Format ins Leben gerufen haben. Die astronomische Einheit soll jeden Montag um 20.30 Uhr tagen. Wir möchten uns in dieser Sendung regelmäßig mit wechselnder Besetzung und rotierendem Gastgeber aktuellen Themen widmen. Die erste Ausgabe hat schon auf Senkrechtstarter stattgefunden, wenn du das siehst. Die zweite Ausgabe ist am Montag, dem 28. Februar, hier auf Mars Chroniken. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.